Die Bilder haben die meisten von uns schon gesehen. Korallen, die ihre Farbenpracht verloren haben und in ein beinahe einheitliches Grau getaucht sind. Korallenbleiche ist das. Was passiert da mit den Korallen und was bedeutet das eigentlich? Darüber möchte ich sehr gerne reden mit dem Biologen Christian Volstra von der Universität in Konstanz. Hallo Herr Volstra, ich grüße Sie. Hallo. Herr Volstra, sagen Sie, Sie forschen schon sehr lange daran, was der Klimawandel und vor allen Dingen die höheren Temperaturen, was die mit Korallen machen. Im Moment erreichen uns Meldungen vom Golf in Mexiko und vom Atlantik von den Küsten. Da sind Forscher alarmiert und gehen von einer großen Bleiche aus, die sie dort befürchten. Was wissen Sie von dort? Ja, also das hat mit dem Wetterphänomen El Niño zu tun. Das ist im Prinzip, um das kurz zu erklären, passiert alle 4 bis 7 Jahre und durch schwächere Passatwinde dreht sich so ein bisschen die Meeresströmung um, was letztendlich dazu führt, dass das Meer in diesen Jahren sehr viel wärmer wird als in anderen Jahren. Und höhere Meerestemperaturen treiben eben diese Korallenbleiche voran. Das wurde jetzt vor kurzem 2023 als offizielles El Niño-Jahr ausgerufen. Für die Korallenforscher heißt das im Prinzip, dass man sich warm anziehen muss. Schlechte Neuigkeiten für Korallen. Und das ist jetzt genau das. Also diese El Niños fangen im Prinzip in der Karibik, da im äquatorialen Pazifik an der Amerikaküste. Und das sieht man jetzt in Mexiko. Also die Temperaturen in der Karibik, ist es normalerweise so, dass Spätsommer, August, September, Oktober so der klassische Bleichenmonat ist, weil sich da dann das Wasser über den gesamten Sommer im Prinzip aufgewärmt hat. Die Temperaturen, die man jetzt misst, sind höher als die, die man in anderen Jahren typischerweise im September oder Oktober misst. Also es passiert jetzt das viel früher, was eigentlich viel später passieren sollte. Und wissenschaftlich, wenn man das nachvollzieht, sieht es dann eben so aus, dass jetzt schon mehrere Warnungen ausgesprochen wurden, dass es Korallen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit über eine sehr große Fläche eben bleichen werden. Und wenn jetzt diese Korallenriffs quasi bleichen und eventuell dann eben aussterben oder sich nicht mehr regenerieren können, geht ja eigentlich da ein ganzes Ökosystem kaputt, oder? Das ist ja nicht nur die Koralle. Nee, das ist genau richtig. Also es ist so, ökologisch gesehen nennen wir Korallen, das sind quasi die Schlüsselarten für die Korallenriff-Ökosysteme. Also sieht man vielleicht bei mir im Hintergrund ein bisschen diese dreidimensionale räumliche Struktur, die man in Korallenriffen findet. Also das kann sich ja teilweise, also ich bin an Stellen getaucht, wo das tatsächlich so aussieht, als wäre man auf der Spitze eines Berges und guckt dann runter, als würde man mitten im Gebirge stehen. Also diese ganzen Strukturen sind von Korallen gebildet und diese Strukturen bieten im Prinzip den Wohnraum für zahlreiche andere Spezies. Also das Ökosystem als Gesamtes heißt Korallenriff und circa 30% der mal beschriebenen marinen Arten sind an Korallenriffe gebunden. Also Schnecken, Krebse, Fische, Würmer, Algen. Alle Tiergruppen, die es gibt, kann man im Prinzip auch Vertreter in den Korallenriffen finden. Und wenn es eben diese Vertreter von diesen Tiergruppen nicht mehr gibt, ist das dann dramatisch oder was passiert? Gibt das dann vielleicht irgendeinen weiteren Verlauf für die restlichen Ökosysteme? Ja, also man muss da immer eine ökonomische und eine ökologische Ebene unterscheiden. Ökonomisch interessiert ja die meisten Menschen mehr, oder zumindest ist das der Eindruck von meiner Seite aus. Also Korallenriffe sind ökonomisch sehr wichtig, jetzt vielleicht nicht für Deutschland, aber für viele Menschen, also 500 Millionen bis 1 Milliarde Menschen, deren Existenz ist abhängig von das Vorhandensein gesunder oder funktionierender Korallenriffe. Einmal als Einnahme durch Tourismus, dann natürlich als Nahrungsquelle, also Protein von vielen Inselvölkern kommt nahezu ausschließlich von Fisch und den Fisch, den die fangen, der ist normalerweise in Korallenriffen zu finden. Korallenriffe bilden auch eine Sturm- und eine Wellenbarriere. Also das ist ja auch wieder ganz ausgesprochen wichtig in der Karibik, wo fast jährlich da Wirbelstürme durch die Karibik ziehen. So Korallenriffe
sind tatsächlich eine Bastion, die unheimlich viel von dieser Energie, Wellen oder Windenergie abfangen. Das ist die ökonomische Dimension. Die ökologische Dimension hatte ich ja schon kurz erwähnt. Also 30% der marinen Arten sind an das Vorhandensein von Korallenriffen gebunden. Also was wir auch mittlerweile wissen, ist natürlich, die Stabilität von Ökosystemen ist extrem abhängig von der Artenvielfalt. Also einmal ist es so, jede Art hat eine bestimmte Funktion in diesem Ökosystem. Das heißt, Ökosysteme funktionieren besser und geben uns dann auch die Dienste oder Services, wie man im Englischen sagt, geben uns besser, je mehr der ursprünglichen Arten da noch vorhanden sind. Und dann ist es natürlich so, dass Artenvielfalt auch für die Stabilität dieser Ökosysteme wichtig ist. Und also generell, wenn man das einfach erklären sollte, würde ich das auf dieses sogenannte One Health Konzept zurückführen. Also es ist in der Tat so, dass der Mensch nur im Einklang mit der Natur auf langfristige Zeit überleben kann. Und wenn die Natur happy ist, dann sind auch die Menschen happy, dann gibt es weniger Krankheit und dann gibt es auch weniger Katastrophen und so weiter. Dann gibt es noch für mich eine dritte ethische oder moralische Ebene. Ich meine, wir befinden uns gerade in einer komplizierten Zeit. Wenn man das Fernsehen anmacht oder das Internet browst, kann man sich im Prinzip überladen mit schlechten Nachrichten. Also es ist in der Tat irgendwie so ein bisschen Endzeitstimmung, aber ich denke, es bietet auch eine Chance. Also wir haben die technologischen Möglichkeiten, was zu tun, und wir sollten auch was tun. Jetzt bei Korallenriffen ist es tatsächlich so, dass es eher 5 nach 12 als 5 vor 12 ist. Das ist das sehr wichtiges Marienökosystem. Wenn wir das retten, gibt das, glaube ich, auch Mut und Optimismus für die Zukunft. Wenn wir uns jetzt zuschauen, wie das im Prinzip unter unseren Händen abstirbt, ist es natürlich viel einfacher, beim nächsten Mal tatenlos zuzuschauen. Also ich denke, das ist auch wichtig von der gesellschaftlichen, moralischen und wie soll man sagen, inspirierenden Ebene wichtig, dass man da was tut. Christian Volstreich, danke Ihnen sehr für dieses Interview. Dankeschön. Thank you.